Nora Häuptle. Heute startet Heim-Euro-Saison mit einem Stützpunkt-Training im Steighang in Kloten. So richtig los auf dem Platz geht es nächste Woche. Vierländer-Turnier gegen Norwegen, gegen Holland, gegen Schweden. Was erwartest du von diesen drei Spielen? Ja, also das Ziel ist, dass wir in dem ganzen Jahr Top-Nationen von der Welt einladen, zum kompetitiven Spiel haben, die uns gut vorbereitet auf die EM. Wir starten gegen Norwegen. Norwegen ist immer ein Gegner, der meistens das 4-4-2 spielt und sehr hoch presst, sehr viel mit Mentalität schafft. Nachher am Freitag kommt das zweite Spiel gegen Holland. Holländerinnen, Mädchen, Europameister. U19 sind sie auch ins Halbfinale gekommen an der EM diesen Sommer. Von dem her, ja, einer der besten europäischen Teams, die wir gewinnen können. Sie spielen immer 4-3-3, recht klassisch holländisch, technisch sehr stark. Gute Flügel, die im 1 gegen 1 stark sind. Also da freuen wir uns auch sehr auf diesen Gegner. Dann am Montag zum Abschluss Schweden. Schweden haben wir noch nie gespielt in meiner Karriere jetzt als U19-Nazi-Trainerin. Ich freue mich sehr auf diesen Gegner. Sie waren vor 3-4 Jahren sehr gut auf U19-Stufe, zweimal Europameister geworden. Mit der AEM haben sie auch gezeigt, dass sie dabei sind bei den besten 16. Und ja, ich lasse mich auch mal überraschen von ihnen. Und es wird sicher einen guten Abschluss geben am Montag. Nora Häuptle, herzlichen Dank. Wir freuen uns auf die Heim-U19 Frauen-Euro 2018 in der Schweiz und auf das Vierländer-Turnier nächste Woche. Danke vielmals, ich freue mich auch.